Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim Redmi Note 13 die SIM-Karte einsetzen könnt. Dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten PIN und der ist Teil der Box. Ne? Und in dieser Box befindet sich hier noch eine andere kleine weiße Box. Und wenn wir die öffnen, haben wir hier den sogenannten PIN. So, ja, einfach ein bisschen stutzen hier die Flügel, dann ist er befreit. Alternativ könnt ihr natürlich auch wie immer die gute alte Büroklammer benutzen. So, und wenn ihr das Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Unterseite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und der Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch und jetzt kommt die Spitze des Pins bzw. die Spitze der Büroklammer ins Spiel. Die stecken wir jetzt halt in dieses kleine Loch, drücken ein bisschen und der SIM-Kartenhalter, der kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter kann man zwei SIM-Karten einsetzen, wenn man dann möchte. Eine ganz oben und optional auch nochmal eine zweite ganz unten. Im Übrigen auch eine SD-Karte, dazu kommen wir aber später nochmal. Was nachher SIM 1 und SIM 2 ist, also welche die erste SIM-Karte oder die zweite SIM-Karte ist, ist die immer beschrieben auf dem kleinen Plättchen. Wir fangen mal an mit der ersten SIM-Karte. So, die kommt natürlich hier zu SIM 1. Ne? So schön drücken und so weiter, dass die schön festsitzt hier. Und so sollte das dann aussehen hier. So bei der SIM-Karte gibt es eine fehlende Ecke. Die passt auch nur zur fehlenden Ecke hier des SIM-Kartenhalters. Und wie ihr selbst sehen könnt, die Kontakte, die sind ganz oben. Jetzt kann man zusätzlich noch auf der Rückseite hier eine zweite SIM-Karte einsetzen. Machen wir gleich mal. Die kommt dann ein bisschen anders rein hier. So sollte das dann aussehen hier. Da gibt es auch eine fehlende Ecke bei der SIM-Karte. Und die passt auch nur zur fehlenden Ecke. Ne? Die setzt jetzt auch ein bisschen anders hier, die SIM-Karte. Aber genau so sollte es dann aussehen hier bei SIM 2. Und ja, die Kontakte, die sind ganz oben. Man könnte jetzt natürlich auch eine SD-Karte einsetzen, dann muss man sich aber entscheiden, entweder eine zweite SIM-Karte oder aber eben eine Micro-SD-Karte. So, wir wollen jetzt mal die SD-Karte sehen hier, deshalb geht die zweite SIM-Karte mal raus und die SD-Karte kommt dafür rein. So, die auch wieder schön festdrücken, dass die gut sitzt hier. Ne? So, und so sollte es dann aussehen hier, passt nicht anders und die Kontakte, die sind ganz oben hier bei der SD-Karte, wie ihr sehen könnt. Okay, wenn ihr fertig seid, packt ihr euer Konstrukt zurück ins Telefon. Die erste SIM-Karte sollte dabei immer nach oben zeigen, also zur Seite des Displays. Schön zumachen und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr interessiert seid oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren und so weiter, wenn ihr möchtet. Vielen, vielen Dank für euren Support und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen. Bis bald. Ciao.